Benutze lieber das Mikrofon, damit ich sicher gehen kann, dass Sie mich zumindest akustisch verstehen. Ich möchte zunächst was vorausschicken. Und zwar möchte ich eingehen auf die Vorgeschichte des Transformationsprozesses, des Übergangs von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft mit ihren so dann anderen Besitzverhältnissen und Spielregeln. Und zwar möchte ich erinnern an den Beweg zum Herbst des Jahres 1989. Es war eine günstige historische Konstellation gegeben, insofern einerseits zentrale Machtpositionen von Personen wie Michail Gorbatschow besetzt waren und andererseits die Bürgerinnen und Bürger der DDR aktiv wurden. Sei es, dass sie mit den Füßen abgestimmt haben und ausgereist sind, sei es, dass sie ihren Protest auf die Straße getragen haben und die Kritik öffentlich gemacht haben. Am 9. Oktober 1989 wurde dann die sogenannte Wende eingeleitet, später dann als solche bezeichnet, als in Leipzig dann inzwischen 70.000 Menschen auf die Straße gingen und wider Erwarten doch nicht auf sie geschossen wurde. Es begann die Zeit, in der Menschen den aufrechten Gang wagten, in der sie in Kontakt kamen über ideologische und soziale Grenzen hinweg, in der sie sich einmischten und Verantwortung übernahmen. Es ging um nichts Geringeres als um Demokratie und um Freiheit, um die äußere Freiheit, reisen zu können, an Versammlungen teilnehmen zu können, die Freiheit der Öffentlichkeit und des Zugangs zu Informationen. Und es ging um die innere Freiheit, seine eigenen Gedanken zu entwickeln, seinen Positionen eine Sprache zu geben und Verantwortung zu übernehmen. Dann kam der 9. November, Lothar de Maizière meint so schön, dass da die Mauer nicht gefallen ist, sondern eingedrückt wurde. Und dann folgte eine Zeit, in der sich die Zeit selbst überschlug, wo an so manchem Abend eines Tages genau das schon wieder veraltet war, was am Vormittag ausgebrütet worden war. Es kam die Motorregierung im November, dann kam die Zeit der runden Tische im Dezember. Und zwar nicht nur der runden Tische in Berlin, sondern im ganzen Land. Und im März, am 18. März 1990, kamen dann die Wahlen, die ersten freien Wahlen zur Volkskammer, aus der die Allianz für Deutschland als klare Siegerin hervorgegangen ist. Und dann Lothar de Maizière, der erste Freigewählte und dann eben auch letzter Ministerpräsident der DDR wurde. Die politische Agenda war damit vorgegeben. Es ging darum, den Beitritt oder die Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf den Weg zu bringen. Was folgte, war mit Währungsunion und Treuhandanstalt die beispiellose Schocktherapie, wie es der Ökonom Manfred Streit formulierte. Sie ist bis heute umstritten. Die einen sprechen von einem überwältigenden Erfolg, so wie Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der Präsident. Andere beklagen den Beutezug Ost, das ist ein Filmtitel. Sehen die einen zwar keine blühenden Landschaften, dann aber doch prosperierende Regionen, sanierte Städte und eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur.
Dagegen kritisieren andere wiederum, es habe eine Degradierung Ostdeutschlands zu einem Absatzmarkt stattgefunden, was mit der Erfahrung einer neuen Ohnmacht einherging. Diejenigen, die dabei waren, werden sich noch an das Wort Abwicklung erinnern. Das war ja viel im Munde. Es stellen sich einige Fragen. Wir wollen Ihnen heute Abend nachgehen. Zum Beispiel, wie lässt sich der Zustand der DDR-Wirtschaft 1989 beschreiben? War die DDR tatsächlich pleite? War sie wirklich nicht kreditwürdig? Wie stand es um die wirtschaftliche Substanz? War die wirklich komplett aufgebraucht? Dann, welche politischen Überlegungen lagen der schnellen Einführung der D-Mark zugrunde? Und war die Währungsunion alternativlos? Welche Konzepte für die Arbeit der Treuhandanstalt gab es? Wie fällt insgesamt die Bilanz der Überführung der DDR-Wirtschaft in die Marktwirtschaft aus? War die Schocktherapie erfolgreich? Inwiefern hat der Vereinigungsprozess die Einstellungen in der Bevölkerung zur Demokratie beeinflusst? Die Einführung der Demokratie brachte ja neue Freiheiten, auch viele neue Möglichkeiten. Sie ging aber zugleich einher mit zahlreichen Verlusterfahrungen. Wie wirkt das bis heute nach? Anders gefragt, was sind die Probleme und die Enttäuschungen und warum fällt es noch heute schwer, darüber zu sprechen? Ich darf Ihnen die Podiumsgäste vorstellen. Das ist zum einen Herr Dr. Lothar de Maizière, der erste frei gewählte und letzte Ministerpräsident der DDR. Ich hatte es schon gesagt, und zwar in der Zeit vom 12. April bis zum 2. Oktober 1990. Herr Dr. de Maizière ist Musiker und Jurist und arbeitet heute wieder als Rechtsanwalt. Frau Professor Dr. Christa Luft, sie war stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Motorregierung, also vom 18. November 1989 bis zum 12. April 1990. Sie hat hier an der früheren HFÖ, Hochschule für Ökonomie, studiert, promoviert und habilitiert und war dann ab 1971 hier Professorin für sozialistische Außenwirtschaft. Sie ging dann nach Moskau und war von 1988 bis zur Bildung der Motorregierung Rektorin dieser HFÖ. Von 1994 bis 2002 war sie Bundestagsabgeordnete für die PDS. Professor Dr. Jan Priewe ist Wirtschaftswissenschaftler und war ebenfalls hier, ist auch mit diesem Ort verbunden, dann aber als Hochschule für Technik und Wirtschaft und zwar Professor von 1993 bis 2014 für Makroökonomie und Wirtschaftspolitik. Herr Professor Priewe hat vielfach zu Fragen der wirtschaftlichen Aspekte des Vereinigungsprozesses publiziert, so zum Beispiel 1991 das Buch Der Preis der Einheit, 1994 nach dem Fehlstart und aus dem Jahr 2002 datiert die Schrift Zwischen Abkopplung und Aufholen und das schwache ostdeutsche Wachstumspotenzial. Noch kurz zu mir, ich bin Sozialwissenschaftlerin, mache gesellschaftspolitische Bildung, bin auch Vorsitzende des Vereins Weltgewandt, Institut für interkulturelle und politische Bildung, arbeite mit verschiedenen Trägern hier in Berlin zusammen, arbeite und leben, Landeszentrale und ich mache auch europäische Bildungsprojekte. Zu DDR-Zeiten war ich in den sogenannten Oppositionsgruppen engagiert, zum Beispiel in der Initiative Frieden und Menschenrechte, dann in der ESG, Evangelische Studierendengemeinde in Jena. Musste, weil es ja dieses Zivilverteidigungslager gab, wo ich nicht dran teilgenommen habe, musste dann während des Theologiestudiums an die Kirchliche Hochschule nach Leipzig wechseln und kam dadurch pünktlich zu den Demonstrationen im September 1989 nach Leipzig, habe dann dort die Fraueninitiative Leipzig mitbegründet und für diese am runden Tisch gesessen. Zum Zeithorizont. Ich würde jetzt gerne einige Fragen stellen an unsere Podiumsgäste und in etwa einer Stunde oder 20:30 dann die Möglichkeit für Sie eröffnen, dass Sie ihrerseits Anmerkungen und Fragen einbringen können. Herr de Maizière, was waren in Ihrer Zeit als Ministerpräsident die schönsten Momente? Was waren besonders eingrägende Erfahrungen, Erlebnisse, die Ihnen noch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Naja, Thank you.
bewegend erleben. Es war der 12. September 1990 in Moskau die Unterschrift für den 2-4-Vertrag. Denn das war für mich letztendlich der Vertrag, mit dem wir versucht haben, die Geschichte zu beenden, die mit dem Reichstag Frankfurt begonnen hat und über Daten wie 9. November 38, 1. September 39, Juni 41, 8. Mai 45, Potsdam, die Alta Potsdam, 13. August 61, also ganze Geschichte, tragische Geschichte der Deutschen des 20. Jahrhunderts, haben wir versucht, damals 1990 im Einvernehmen mit den vier Siegermächten zu Ende zu bringen und an so einem Vertrag mitzuwirken, immerhin 12. September, am 9. November 89, erinnere ich mich, war ich morgens vom 10 noch im Kreisgericht Kirchhof zu Hause und habe eine Mietklage vertreten. Und nicht mal ein Jahr später mache ich den Friedensvertrag, der sich eigentlich in Deutschland hatte, dadurch schon ziemlich an Schopf ausgezogen. Das war jetzt das für mich persönlich wichtigste Erlebnis. Ich glaube, der 3. Oktober, weil ich sage, dieses Gefühl, wir dürfen als gleichberechtigt mit unseren Nachbarn, unserer Schicke, nunmehr souverän, Artikel 7 des Vertrages gestalten. Also andere Farben, was wir daraus gemacht haben, aber immerhin die Möglichkeit, die es damit auch getan hat, das war schon sehr bewegend. Aber es gibt natürlich in der Zeit 1990 eine ganze Reihe von anderen Momenten. Wir haben angesprochen die Währungsunion und den berühmten Streit, ob nicht der Kurs richtig war, ob es überhaupt eine Alternative gab und was dazu gehört. Nun kann man natürlich sagen, es gab in der DDR eine ganze Menge Lehrbücher, in der man lesen konnte, wie man von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft kommt, aber für den Rückweg gab es eigentlich kein geeignetes Buch. Außerdem war es ein Prozess, den kann man nicht in der Retorte machen und auch nicht üben, sondern er stand an, wenn man so will. Und denn nach dem Fall der Mauer gingen pro Tag 2.000 bis 2.000 Menschen in den Westen. 2.000 bis 2.000. Es war so, dass man sagen musste, was tun wir, um den Menschen Bleibeaufnahmen zu geben. Es war ja nur eine Fortsetzung dessen, was wir vorher erlebt hatten mit den Botschaften in Prag oder in Warschau und den Zeltplätzen in Ungarn und. Und die Demonstranten sagten, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Es war so eine sehr ostentative Forderung, endlich eine kurante Währung zu haben, mit der man also, ich weiß, dass im Wahlkampf, habe ich gesagt, leichtsinnigerweise, wir sorgen dafür, dass ihr eure Weihnachtsgeschenke mit der D-Mark bezahlt, worauf die Sozialdemokraten im Wahlkampf sagten, nein, wir sorgen dafür, dass ihr im Sommer damit in Urlaub fahren könnt. Das war so die große Hoffnung des DDR-Bürgers, auch mal in ein Land zu fahren, wo man also mit der eigenen Währung, die man hat, bezahlen kann und so weiter. Man kann auch streiten, ob der Kurs richtig war. Alle Parteien waren sich aber damals einig, dass der Kurs zumindest was bei wiederkehrenden Leistungen 1:1 sein sollte und musste. Denn die Renten, die maximale Rente betrug ungefähr 370 Mark der DDR. Wir haben damals Warenkorbrechnung durchgeführt, haben gesagt, wenn die staatlichen Subventionen, die an DDR weitgehend das Preisgefüge mitbestimmt, wenn die weggefallen sind, aber ausgerechnet, was bedarf eine einzelstehende Person an Geld für Miete, für Gaslicht, Strom, für Personen, Nahverkehr, für sonst was, kamen auf 495 Mark quasi. Und eine Familie mit zwei Personen so und so viel und Kinder mit so und so viel. Das Lohnniveau lag aber in der DDR bei knapp 40% des Westens. Herr de Vinzier, jetzt kommen Sie schon auf die zentralen Themen zu sprechen. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar möchte ich gerne erstmal fragen an Herrn Professor Briebe nach dem Zustand der DDR-Wirtschaft. Weil daraus leiten sich auch häufig Legitimationen ab für die jeweilige Politik. Und dann fragen wir doch für die jeweilige politische Option. Und dann fragen wir doch mal, wie war es denn um die DDR bestellt? Herr Rohwedder, der Vorredner, er war ja der Treuhandchef, hat das Vermögen der Treuhandbetriebe auf 600 Milliarden D-Mark eingeschätzt. Andere wiederum sind von 60 Milliarden D-Mark ausgegangen. Können Sie ungefähr sagen, wie stand es zum einen um die Verschuldung der DDR? Sie kämpfen um den Mikro. Wie stand es erstens um die Verschuldung der DDR und ihre Kreditwürdigkeit? Wie stand es um das Wachstum? Wie stand es um den Wert der Produktionsanlagen und des Vermögens? Also erstmal 1989, wie sah es aus? Naja, da haben Sie eine Menge Fragen auf einmal. Ich will mal so sagen, es herrschte die Meinung, besonders von westlichen Beobachtern, politischen, ökonomischen vor,
die DDR-Wirtschaft sei marode. Das war das Wort marode, was immer wieder vorkommt. Das ist nun nicht unbedingt ein ökonomischer Fachbegriff, sondern eher ein gefühlsmäßiger Begriff, der ausdrückt oder ausdrücken sollte, dass die Produktionsanlagen nicht in irgendeiner Weise die besten waren. Das ist natürlich richtig. Von den Zahlen her, von den Bewertungen, den wissenschaftlichen Bewertungen, die es vielfältig gab, muss man sagen, die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil das ganze Rechnungssystem war ein anderes. Das System der Sozialproduktrechnung, wie wir das nennen, beruht auf anderen Kategorien und wichtiger noch, es gab keinen Wechselkurs, sodass man in D-Mark umrechnen kann. Die Währung der Enrico Gas. Enrico Gas in Afrika. Ja, aber das war willkürlich, es gab keine, also man kann das nicht umrechnen und je nachdem, welche Annahmen man trifft, kommt man zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen und das ist auch in etwa der Stand der Forschung bis heute. Man kann grob sagen, mit großer Vorsicht und Pi mal Daumen, das Einkommen, das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer lag bei etwa 1400 Mark der DDR, in Westdeutschland bei 4400 brutto. Riesenunterschied, aber netto waren das dann nur noch 2500 oder ich glaube noch ein bisschen weniger in Westdeutschland, während die Abgaben in der DDR gering waren. Aber es gab eine zweite Lohntüte, wie das genannt worden war, wo nun bestimmte Leistungen des Staates gewährt wurden, die in diese Vergleichsrechnung nicht eingehen. Grob kann man vielleicht sagen, der Lebensstandard war die Hälfte von dem, was im Westen da ist. Aber der Warenkorb, den man davon kaufen konnte, den man normalerweise als Vergleichsmaßstab nimmt, war ziemlich anders, sodass alle Vergleiche hinten. Was man über die Produktionsstruktur sagen kann, ist, dass sehr viele Ersatzinvestitionen nötig waren, aber sie waren aufgeschoben worden. Das war in allen Ostblockländern eigentlich der Fall, dass die Abschreibungsperioden sehr lang waren, weil der DDR kam zu. Man hatte nicht die oder man hatte Probleme, das Material, die Maschinen, die Devisen dafür zu bekommen, um moderne Maschinen im großen Stil anstelle der alten einzusetzen. Also es war schon ein wenig anders als in den Ostblockländern, überalterte Anlagen. Ansonsten kann man sagen, häufig wird angeführt, und Sie haben danach auch gefragt, ist die DDR wirtschaftlich gesehen an einem Mangel an Devisen kaputt gegangen, zugrunde gegangen. Hier wird angeführt, dass die Auslandsverschuldung in D-Mark vermeintlich sehr hoch war. Es wird auf einen Bericht von Herrn Schürer verwiesen, der nun die Behauptung aufgestellt wird, wie sei der Fall. Ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Ich glaube, es gab außenwirtschaftliche Probleme mit Devisen. Das Problem ist, eine Planwirtschaft, die ein völlig anderes System als eine Marktwirtschaft in westdeutscher oder westlicher Provenienz ist, die kann nicht ohne weiteres auf den internationalen Kapitalmarkt gehen und Kredite aufnehmen. Die Handelsbilanz, genauer gesagt die Leistungsbilanz, die Zahlungsbilanz, war gelegentlich im Defizit, aber nicht sehr stark im Vergleich zu anderen Ländern. Ich will nur europäische Länder heute oder Länder der Eurozone anführen, die im Defizit waren und zum Teil noch sind. Überhaupt kein Vergleich. Es gab auch Überschüsse in einigen Jahren. Das fluktuierte. Gemessen als Prozentsatz Auslandsverschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Dieser Prozentsatz hängt wiederum vom Wechselkurs ab, um das Bruttoinlandsprodukt zu vergleichen mit den Auslandsschulden, die dann in D-Mark gerechnet sind. Man kann es nicht genau sagen. Man kann nur sagen, dass in einzelnen Phasen, da greife ich ein Jahr heraus, ist sehr prekär, weil das war nicht das Jahr 1989, sondern das war 82, als die Zinsen in Westdeutschland, und Westdeutschland war der wesentliche Gläubiger, sehr hoch waren. Das hing mit der Weltkonjunktur zusammen, mit der Weltrezession, das sind in den USA gemacht damals, und dies hat dazu geführt, dass die DDR große Probleme hatte, den Schuldendienst aus den Exporterlösen zu finanzieren. Später wurde es besser, aber um einen hohen Preis. Ein Problem war, dass
als die Ölpreise runtergingen, sehr stark runtergingen, Mitte der 80er Jahre, die DDR begonnen hatte, auf Petrochemie zu setzen, auf Veredelung von Öl, von Rohöl, und diese Waren ganz gut im Westen verkaufen konnte. Da haben die Russen aber den Hahn zugedreht. Und das war nun eine mit dem RGW die Situation, dass man das Öl eben aus Russland, aus der Sowjetunion importieren musste und das nicht rein marktwirtschaftlich zugehen und auch nicht zugehen konnte. Jedenfalls gab es jetzt Probleme, diese petrochemischen Erzeugnisse im großen Stil verkaufen zu können im Westen mit hohen Devisenerlösen. Die Preise waren runtergegangen mit dem Rohöl. Und jetzt mussten Devisen eingespart werden an anderer Stelle. Und hier kam dann die Braunkohle ins Spiel. Man versuchte also in stärkerem Maße noch Strom aus Braunkohle, sehr schmutzigem Rohmaterial sozusagen zu erzeugen. Und anstelle von Öl, von Erdöl oder Heizöl ersetzen durch Braunkohleverstromung. Und dies führte zu erheblichen Problemen in der Umweltbelastung des Landes und dann auch der Lebensqualität, die die Menschen dann ja auch riechen konnten. Für mich war das einer der wesentlichen Punkte, als ich war geborener Wessi und war nicht so häufig in Berlin, aber Anfang der 1990 kam ich sehr intensiv hierhin und es roch. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Es war sehr unangenehm, was die SO2 und CO2-Belastung, CO2-Richtmann, aber SO2 und Staubbelastung angeht. Also diese Probleme waren es, aber eigentlich im Vergleich mit anderen Ländern war die Devisenbelastung immer prekär, aber nicht so prekär, dass das Land daran scheitern musste. Das war nicht der Grund des ökonomischen Zusammenbruchs. Genau. Also konnte die DDR nicht nur aufgrund der Strauß-Kredite überhaupt noch am Leben gehalten werden? Ja, die waren schon wichtig. Die waren auch wichtig dafür, dass man Banken überzeugen konnte, dass dahinter auch der Staat oder staatliche Institutionen waren. Man war ja immer auf, wenn man nicht marktwirtschaftliche oder Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen kann oder auch keine Anleihen emittieren kann, wie das heute der normale Fall ist, Staatsanleihen emittieren in Fremdwährung etwa, das ging für die DDR nicht, dann war man auf den Goodwill der Banken angewiesen. Und da war das schon wichtig, dass das politisch eingefädelt war. Insofern spielte das schon eine Rolle. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte die DDR ziemlich andere Strukturen, Wirtschaftspolitik machen müssen. Sie hat es zum Teil auch getan. Viele werden sich daran erinnern, dass viele Produkte dann in den 80er Jahren billigst verkauft wurden und gedumpt wurde nach Westdeutschland, um Devisen zu erlösen. Ich hatte immer von Ikea das berühmte Bücherregal Billy, wie viele andere auch. Später haben wir erfahren, es wurde in der DDR hergestellt. Eigentlich ein zu primitives Produkt, als dass es in der DDR hergestellt werden sollte. Die DDR konnte andere Dinge machen, aber um Devisen zu erlösen, musste man sehr relativ einfache Produkte für einen niedrigen Preis exportieren. Gut, vielen Dank. Stichwort Banken, Frau Professor Luft. Während des Übergangs von der Plan zur Marktwirtschaft wurden Kredite, die sozusagen buchungstechnisch als Kredite in den Banken, Bankbilanzen auftauchten, wurden dann auch zu echten Krediten, und zwar zu Altschulden. Das führt zu der Frage, wie gestaltete sich eigentlich die Übernahme der ostdeutschen Banken durch die westdeutschen Banken? Das ist etwas, was offenbar ziemlich geräuschlos geschah und selten thematisiert wurde. Wann passierte das und wie passierte das? Und welche Rolle spielen dabei die sogenannten Altschulden? Ich würde natürlich gerne etwas sagen zu dem, was Sie eben schon gesagt haben. Und ich auch. Ich auch. Also erstmal will ich sagen, wir beide haben schon einmal 4 Monate nebeneinander gesessen, auf der Bank in der Motorung. Wir beide waren ins Wasser geworfen, hatten nicht vor, hatten uns nicht gemeldet, wir wollten den Job unbedingt haben. Wir waren überzeugt, es wird eine Tour, die wird wehtun. Ich erinnere mich, dass wir hier in der Gaststätte, in der wir warten mussten, bevor wir da alle zu irgendwas eingerufen wurden, zeigte er mir ein Foto seiner jüngsten Tochter und sagte: Meine Tochter hat mir ein Foto mitgegeben, damit du mich wenigstens nicht ganz vergisst in dieser hektischen Zeit. Das werde ich nie vergessen.
So. Ja, später hat mir noch mal gedacht, ich sehe dich immer erst, wenn ich schon im Bett bin. So, dann wurde gesagt, die Abwanderungszahlen waren eben so hoch, dass man irgendwas machen musste. Ich will mal erinnern daran, dass Herr Schäuble, damals Innenminister, es muss irgendwann Ende November 1989 gewesen sein, kam Herr Schäuble in die DDR, wollte mit der CDU sprechen, mit Herrn de Maizière insbesondere, über was kann man denn machen und wie laufen die Reformen in der DDR und so weiter. Herr de Maizière wollte eigentlich Herrn Modrow mitnehmen zu dem Gespräch, der war aber nicht an Bord, der war nicht im Land und er fragte mich, ob ich mitgehen würde. Und ich bin mitgegangen. Und Herr Schäuble wollte wissen, was würden Sie denn machen, um zum Beispiel diesen Abwanderungsstrom zu stoppen. Und ich sagte so, ich war auf die Frage nicht, von ihm nicht vorbereitet. Und ich sagte, also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass nachdem jetzt Freizügigkeit hergestellt ist, es keinen Grund mehr gibt, Menschen, die aus der DDR in die Bundesrepublik gehen, denen mit Finanzen sofort unter die Arme zu greifen, denen sofort eine Arbeit zu vermitteln, denen sofort eine Wohnung zu vermitteln, dann würde man den Strom schon ein wenig stoppen können. Er sagte, da haben Sie eigentlich recht, aber das kriege ich im Bundestag nicht durch. So, das zu dem Thema. Dann zu dieser Geschichte mit der... Wäre auch nicht grundgesetzkonform gewesen. Wäre nicht grundgesetzkonform gewesen. Auf jeden Fall, die Bundesleute hätten nicht sagen können, wir nehmen euch. Weil wir von der Fiktion her eine hätte die deutsche Staatsbürgerschaft ausgehen. Und insofern, wenn Freizügigkeit da ist, kann ich keinen daran hindern, von der Freizügigkeit Gebrauch zu machen. Zu dem, was Herr Friede gesagt hat, das kann ich alles unterstreichen. Ich will aus meiner Sicht dazu sagen, ja, marode und bankrott, marode und pleite, das sind die zwei Adverben, mit denen der Zustand der DDR-Wirtschaft bis heute charakterisiert wird, aus den Mündern von interessierten Menschen. Jede, die sich auch wie ich dagegen wehrt, gegen diese einfache Formel, wird bezichtigt, mein Gott, die wollen nur schön Rednerei, schön Färberei betreiben. Nein, ich denke, es geht um die historische Wahrheit einfach. Dass es der DDR-Wirtschaft nicht gut ging, naja, also ich bin die Letzte, die das betreiben würde. Aber dass sie vor dem Bankrott stand, ist einfach eine Legende. Sie hat, erstens, Bankrott ist ein Land dann, mal ganz prosaisch gesagt, wenn es seine inneren und äußeren Verpflichtungen nicht pünktlich bezahlen kann. Das hat nicht stattgefunden in der DDR. Es gibt keinen Tag, an dem Verpflichtungen, innere und äußere, nicht bezahlt wurden. Zweitens ist ein Land bankrott, wenn es keine Kredite mehr bekommt. Auch das stimmt nicht. Herr Pöhl, der Bundesbankpräsident, hat gesagt, wir hatten nicht die Auffassung, dass die DDR nicht mehr kreditfähig ist. Die DDR hatte mehr Vermögen als Schulden. Auch das ist ein Faktum, das man nicht bestreitet. So, das alles stimmt, denke ich, so wie ich es eben gesagt habe. Und dennoch war es eine prekäre Situation, ist keine Frage. Und ich finde die Formel gut, auf die Siegfried Prenzl, der war zu DDR-Zeiten lange stellvertretender Vorsitzender der Plankommission. Er war dann in der de Maizière-Regierung, er war dann in der Modrow-Regierung. Tätig, nicht in der Regierung tätig, aber für die Regierung. Und er war dann auch in der de Maizière-Regierung engagiert. Alle Ministerpräsidenten haben ihn geschätzt wegen seines Fachwissens und wegen seiner nicht überideologisierten Arbeit, sondern er hat sachlich argumentiert. Er hat in seinem Buch, was war die DDR wert, das ist jetzt jüngst wieder aufgelegt worden, einen Satz gebracht, der nachdenkenswert ist, denke ich. Er hat gesagt, die DDR war nicht pleite, aber sie hatte keine Perspektive. Das scheint ein scheinbarer Widerspruch zu sein. Und wie löst er den auf? Und da kann ich mitgehen. Pleite war sie nicht. Ich habe dazu eben auch versucht zu argumentieren. Aber sie hatte keine Perspektive, weil man die Perspektive eines Landes auch nicht nur aus ökonomischer Sicht betrachten kann, sondern man muss auch sehen, wie das politische Umfeld ist. Und was zwei Dinge will ich erwähnen. Zum einen, was diese fünf Menschen, die hochrangige DDR-Menschen, die diese Geheimanalyse zur
die Geheimanalyse zur Lage der DDR und Schlussfolgerungen gemacht hatten, diese fünf Autoren, die hatten, was war jetzt mein Punkt? Der Schürerplan. Die haben auf den Schürerplan Bezug genommen. Ich bin heute nicht ganz in Form, meine Stimme ist auch nicht so ganz gut. Aber ich soll ja nicht singen, ne? So, also die hatten zum Beispiel geschrieben, dass die DDR 49,9 Milliarden D-Mark äußere Schulden hat. Und damit wäre also, müsste man jährlich ein nicht mehr tragfähig wäre. Erst im Nachhinein ist herausgekommen, weil Herr Schümer, der Vorsitzende der Plankommission, war einer dieser Autoren, Schalk-Borowkowski war der ein anderer wichtiger Autor. Schümer hat dann gesagt, ja, wir hatten zwei Gründe, diese hohe Zahl reinzuschreiben. Zum einen wollten wir einen Aufschrei der Regierung, die sollte endlich aufwachen und ordentliche Wirtschaftsreformen machen. Und zum Zweiten hat Schalk-Borowkowski die Bestände, die Balunda-Bestände, die er in seinem Imperium hatte, das völlig separiert war von der Zahlungsbilanz der gesamten DDR, diese hatte er dort nicht eingespeist. Das ist dann erst später peu à peu geschehen und am Ende, am 1999. Ich spiele auf den Bericht der Bundesbank an. Hat die Bundesbank dann einen Bericht herausgebracht, dass die Verschuldung, die äußere Verschuldung bei 19,9 Milliarden D-Mark bestanden hätte. Gut, soweit zu dieser Historie. Aber in dieser Geheimanalyse war die Rede davon, ja, wir müssen Wirtschaftsreformen machen, klar. Aber da sind Wirtschaftsreformen gemeint, da könnte es einem die Schuhe ausziehen. Also wir müssen von der von der Monatsplanung, von der Dekadenplanung weg, wir müssen nicht mehr 3000 Kennzahlen von den Betrieben vorgeben, sondern nur noch 800, nicht mehr so und so viele Bilanzanteile, sondern ein paar weniger. Das waren natürlich keine Reformen, die durchgreifend gewesen wären. Das war der eine Punkt, den Wenzel anmerkt. Und der zweite war, tja, die Sowjetunion, für die wir als DDR sozusagen 40 Jahre das Faustpfand gewesen waren in der Auseinandersetzung mit dem Westen, die hat peu à peu die Hand weggezogen von der DDR. Das fing schon Mitte der 80er Jahre an, vor allen Dingen durch Kürzung der Erdöllieferungen und ging dann immer weiter und setzte sich auch in Polen und in Ungarn fort. Ich weiß noch, die Ungarn wollten uns ihre Icarus-Busse nicht mehr für transferable Rubel geben, sondern die wollten harte Devisen dafür haben. Die Polen ähnlich. Also das fing überall rundherum an zu bröckeln. Die DDR war am Ende fast wie auf einer Insel und das war kein Dauerzustand. Insofern sagt er, nein, Pleite war man nicht, aber eine Perspektive hätten wir nicht gehabt. Ich glaube, man muss diese Fakten doch so benennen, wie sie waren, weil dieses Argument, ihr seid pleite, hat den gesamten Einstieg in die deutsche Einheit bestimmt. Herr Teschig, Kanzleramtsberater von Herrn Bundeskanzler damals, hat am 9. Februar 1990 eine Bundespressekonferenz abgehalten und dort erklärt den Journalisten, die DDR steht zwei, drei Tage vor der Zahlungsunfähigkeit. Das war das, was bei den Losen, die ausgegeben wurde, und danach richtete sich dann das alles. Die Ökonomen hatten 1990 nicht das Sagen. Es war die Politik, die das Sagen hatte, die das bestimmt hat und dann ist es entsprechend gelaufen. Und obwohl Sie ja körperlich etwas mitgenommen sind, wie Sie selbst gesagt haben, und vielen Dank, dass Sie nicht abgesagt haben, trotz dieser Malaise, höre ich schon so ein bisschen Groll in Ihrer Stimme. Das heißt, das ist 25 Jahre her, aber da ist noch einiges an Emotionen da. Das höre ich sehr stark raus. Ich möchte aber dennoch, dass Sie auf meine Bankenfrage zu sprechen kommen, bitte. Dass Sie das gleich machen. Ich möchte auch noch was. Einen Moment, ich möchte gerne noch, dass Sie. Also es gab eine Arbeitsgruppe Sicherungszahlungsbilanz in der DDR. Das bestand aus Schalk, Schürer, Beil, Arno Polze, Auslandsbank und Hertha König, die stellvertretende Finanzministerin für die Valutawirtschaft. Die haben nicht nur den Bericht, den Fritz eben erwähnt hat, vorgelegt über die wirtschaftliche Situation der DDR, sondern es gibt einen Brief von Schürer an Grenz dazu, wo er sagt, dies ist ein Papier, das nicht veröffentlicht werden darf. Die DDR braucht pro Jahr etwa 10 Milliarden D-Mark Kredite, die sie bei rund 400 Banken jährlich einwirft.
Und zwar mit einer Methode, die beim kleinen Mann als Steckreiterei oder Kavallerie bezeichnet wird. Bei der ersten Bank kriegt man 1 Million, zahlt sie bei der nächsten Bank ein, erweckt damit den Anschein der Liquidität, kriegt von denen 2 Millionen Kredit und dann so weiter. Also, da wirken natürlich auch solche Dinge, wie Sie gesagt haben, so ein Straußkredit außerordentlich beruhigend für die Banken, wenn die Bundesregierung in Bundesdeutschland sowas darstellt, dann werden die auch schon die Zahlungsfähigkeit sein. Aber das ist das eine Problem. Zum Schluss braucht die DDR 85% ihres Auslandsumsatzes in die westliche Welt, um die Schulden zu bezahlen. Es blieb also vom Ergebnis nichts mehr übrig, wenn man das macht. Das nächste ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn wir über den Wert der DDR-Wirtschaftsrecht reden, muss man sich immer ins Verhältnis setzen zu den Handelspartnern, die DDR hatte, nämlich zu dem, was im Rahmen des RGW möglich war. Daran maß ich auch der Wert der DDR-Wirtschaft. Nur die Ungarn bauten Busse, wir bauten keine Busse mehr. Nur wir machten Anlagenbau und so weiter, für die Weitgeldigitalisierung. Und da wirst du dir im Sinn, wir waren Hans und du warst im Januar 1990, war der in Sofia beim letzten RGW-Gipfel, am 27. Januar ist uns der RGW-Rubel aufgekündigt worden. Gorbatschow hat gesagt, ab sofort nur noch auf der Grundlage von transferabler Währung und zu Weltmarktpreisen. Dann hat man mit Mühe durchgesetzt, dass diese fiktive Währung, der Transferrubel, bis zum Jahresende noch gelten sollte. Aber das hatte zur Folge, dass alle Länder und alle Betriebe sich versuchten rauszuschleichen auf die Verträge, die sie miteinander hatten, weil sie sagten, wenn ich für meinen Bus, für den Icarus-Bus, weil der Anteil rief mich im Sommer an, nach warum kauften der Teil von nicht mehr den Icarus-Bus, ich glaube, also für die D-Mark, die sie haben, einen sehr viel billigeren, sehr viel moderneren, besseren Bus bei Mercedes kriegen können. Aber wenn du mich das fragst, warum kauft der Euro nicht mehr meinen Trabi, das hat man doch mal die Volkswagen haben wollen. Im Grunde genommen war die DDR-Wirtschaft war zu über 60% Exportwirtschaft und davon gegen 90% in den RGW-Bereich und insbesondere in den Revolution. Die gesamte Fischflotte der Revolution, die gesamte Dolga-Schifffahrtflotte, die gesamte Waggonbestand der sowjetischen Chinesen, der Donga ist ausgebaut worden. All dies brach mit einmal weg, weil die Sowjetunion nicht mehr zahlte. Wir haben uns im Jahr 1990 statt 20 Millionen Tonnen Öl, 12 Millionen Tonnen geliefert. Ich habe mit den Italienern gesprochen, war der Auslandsminister. Wir müssen auch für 91 noch Listen machen, was wir verhandeln können und so weiter. Das geht nicht mehr. Die Autorität des russischen Staates, des russischen Staates reicht nicht mehr aus. Das Binnenverhältnis zwischen, ich war als Leistungsempfänger eines Produkts aus der DDR und dem Öllieferanten auszugleichen. Der Öllieferant, der russische Öllieferant, sagte, ich gehe immer mit meinem Öl nach Rotterdam und verkaufe mein Öl dort für links und nicht für irgendwelche Maschinen, die aus der DDR kriegen. Letztendlich ist der eigentliche Kollaps bewirkt, dadurch, dass der gesamte Außenhandel der DDR, der die Rücksäule und das Rückgrat der DDR-Wirtschaft war, zusammenbrach mit dem RGB. Und ja, hat es so Zuckungen gegeben. Wir haben noch erlebt, dass dann Verträge gefälscht wurden, rückdatiert wurden, damit sie noch mit D-Mark gezahlt wurden. Also dies ist für mich der Hauptgrund. Denn klar war, dass die Produkte, die wir in der DDR herstellten, auf den westlichen Märkten nicht konkurrenzfähig waren. Von der Qualität her und auch vom Arbeitsaufwand, die Lohnstückkosten waren viel zu hoch und alles, was damit zusammenhängt. Und die haben nicht auf unsere Produkte gewartet. Ich meine, ich erinnere mich immer in der DDR-Zeit, wenn Leipziger Messe war, da wurde in der Neuen Deutschland auf Seite 1 der Betrieb VEB sonst was, aber ein Produkt vorgelegt, das weltmarktfähig war. Okay, und ich glaube, das ist angekommen. Soll das heißen, wenn das Ding von der Weltmarkt ist, dann heißt das auch nicht, alle anderen Exponate waren nicht weltmarktfähig. Ne? Gut, dann ist aber die Frage, es heißt ja häufig, dass auch durch die Wirtschafts- und durch die Währungsunion die Produkte erstmal überhaupt nicht mehr weltmarktfähig waren. So wie Sie das darstellen, war das schon vorher so. Dann müsste jetzt meine Frage an Herrn Priebe gehen. Die Währungsunion gilt als Auftakt der Deindustrialisierung. Was hat sie bewirkt? Und inwiefern spielt das mit ein, was Herr de Maizière jetzt angesprochen hat, von den wegbrechenden RGW-Märkten? Bevor ich auf die Frage komme, will ich vielleicht nur noch einen Einsatz, noch eine Bestätigung, was Herr de Maizière gerade sagt. Ich glaube, wenn man nach dem ökonomischen Hauptgrund sucht, weshalb die DDR keine Zukunft hatte, nicht zusammenbrach, aber keine Zukunft hatte, dann war es die internationale Arbeitsteilung, die nicht funktioniert hat und auch, glaube ich, aus systemischen Gründen nicht funktionieren konnte. Weil der Handel im RGW war schwierig. Es waren ungleiche Partner.
die auch ungleiche Interessen hatten. Die Größe der Länder war reichlich unterschiedlich. Und mit dem Westen ist es schwer zu handeln, weil aus den diversesten Gründen, weil man einfach in der, im Wettbewerb in der Regel damals jedenfalls nicht mithalten konnte. Dahinter, wenn die internationale Arbeitsteilung nicht klappt, hat man einen Mangel in der Dynamik des technischen Wandels. Und dann fällt man zurück und kann nicht mithalten. Die DDR hat erstaunlich lange mitgehalten, indem sie von etwa 35% des Westniveaus im Bruttoinlandsprodukt der Einwohner 1950 aufgestiegen ist, sozusagen auf ca. 55%. Aber mehr nicht, und das dürfte so um 1980 gewesen sein. Dann ist das aber auch nicht zurückgegangen. Das ist etwa so geblieben, also man konnte nicht weiter aufholen. So, nun zur Währungsunion. Die Währungsunion hat diese Probleme, insbesondere auch den Zusammenbruch im RGB-Handel, mit verursacht. Denn wenn man nun eine andere Währung einführt, dann heißt es auch, dass der Transferrubel abgewählt wird. Der war ja auch schon vorher gekündigt worden. Der war vorher schon, aber die Währungsunion hat sich ja auch vorher schon angekündigt. Die war ja schon Ende 1989 davon die Rede, und dann insbesondere im Februar 1990 im Wahlkampf, den sie dann gewonnen haben, und die Allianz für Deutschland, hat die Währungsunion und die schnelle Währungsunion eine große Rolle gespielt. Über die Währungsunion hat es nun viele lange Debatten gegeben. Lassen Sie mich das aus ökonomischer Sicht sagen, die, glaube ich, zwar aus rein ökonomischer Sicht sagen, die, glaube ich, ziemlich unumstritten ist. Ein professioneller Ökonom nirgendwo in der Welt wird zwei völlig unterschiedliche Systeme in einer Währung zusammenfassen von heute auf morgen oder in 2-3 Monaten Vorbereitungszeit. Das tut man nicht, das ist eine in jeder Hinsicht kontraproduktive Währungsunion. Denken Sie dran, wir haben einige Jahrzehnte gebraucht, um die Europäische Währungsunion vorzubereiten. Und wir wissen heute, dass diese Währungsunion auch einige, die Eurozone, einige Probleme hat, die auch in der Architektur der Zone, der Eurozone selbst liegt. Die deutsch-deutsche Währungsunion konnte nicht funktionieren. Sie musste zum Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft führen. Und dann zeigte sich wirklich, dass die Betriebe bankrott waren, wegen der Währungsunion. In dem eigenen System, das früher war, waren sie nicht bankrott. Sie konnten produzieren, aber jetzt ging es nicht mehr, weil der Umtauschkurs erstens und zweitens die Gegenüberstellung ohne Anpassungsmöglichkeit im freien Wettbewerb die Ostwirtschaft in einem völlig anderen System mit einer Weltmeisterökonomie in Westdeutschland und Westeuropa und der ganzen Welt, das konnte nicht gut. Glaube ich, einen Satz dazu sagen. Wenn man das hätte anders machen wollen, Václav Klaus hat es zum Beispiel versucht mit einem System asymmetrischer Marktwirtschaft, gesagt, Westprodukte nur gegen hohe Einfuhrzöllereien und unsere Produkte, damit hat er den Binnenmarkt gehalten. Wir hätten das machen können, wenn Sie, was Sie sagen, dann hätte man neue Mauer aufstellen müssen, neue Zollhäuschen, neue Devisenkontrollen, und das soll mir einer machen, wie er das hätte durchstehen. Und wir haben jetzt geplant bei der Währungsunion mit der Anstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, weil die Westler sich durchsetzen vor den großen Getreidemengen, die wir herstellen. Wir haben die nicht mehr zu verstehen gestellt. Das hätte nämlich geheißen, wir müssen eine neue innerdeutsche Grenze errichten. Und das hätte uns die Leute wegdemonstriert. Da stimme ich mit Ihnen ja überein, weil ich war ja noch nicht ganz fertig. Also eine Währungsunion, eine ökonomische, schnelle Währungsunion war genau richtig dargestellt im Gutachten des Sachverständigenrates der Fünf Weisen im März 1990, wo gesagt wurde, ich erinnere mich sehr gut an die Formulierung, eine deutsch-deutsche Währungsunion ist die Besteigung der eigenen Nordwand im Winter. So, das geht nicht. Die kann man nicht besteigen. Da fällt man auf die Nase, das führt zu Massenarbeitslosigkeit. Ein Trupp amerikanischer hochkarätiger Ökonomen, einer davon ist später Nobelpreisträger geworden, kam zum Ergebnis, es gibt eine Massenarbeitslosigkeit. Man muss flächendeckend Lohnsubventionen durchführen. Das wurde nicht gerne gehört im Kanzleramt damals. Das Problem war, es gab keine Alternative. Deswegen musste man ökonomischen Wahnsinn machen, aus politischen Gründen. Manchmal hat man in der Historie Dinge, die ökonomisch völlig unsinnig sind, die man aber aus politischen Gründen machen muss.
Und insofern habe ich immer zu denen gehört, es gab wohl keine Alternative zu einer ökonomisch mehr als fragwürdigen Währungsunion, weil wir nun diese wir waren eine Nation, staatsrechtlich, man bekam anders als die Tschechen ein Visum, beziehungsweise ein Pass, man war deutscher Bürger, wenn man über die Grenze ging. Es gab Reisefreiheit, visumfrei, soweit mir bekannt, für tschechische Bürger. Mit der DDR ging das nicht. Da musste eine Mauer her, sonst wäre der Staat schon längst nicht mehr lebensfähig gewesen. Also in der Situation gab es Massenabwanderung, die dann aber auch politisch geschürt wurde, durch etwa diesen Spruch, den Sie auch zitiert haben, der ja geradezu eine Drohung gegenüber dem Westen ist, dann kommen wir mit 17 Millionen zu euch, ein völliger Unsinn natürlich, also in diesem Spruch, kommt die D-Mark nicht, kommt die D-Mark bleiben, wir kommen sie nicht, gehen wir zu ihr. Wenn Sie den mal genau logisch durchdenken, eine fiese, gemeine, nicht gerade einheitsstiftende Formel, die aber ein guter Wahlkampfschlager war, weil hinterm Geld waren sie alle. Und insofern glaube ich, war das eine Situation, die man dann nur bewältigen konnte, wenn man eine kluge Einheit mit vor und besonders nach der Währungsunion macht, eine Industriepolitik mit einer anders gearteten, als es gemacht wurde, mit einem anderen, graduelleren Übergang. Aber das ist sehr schwierig. Das ist dann eben eine Bergtour im Winter, die mit hohen Opfern verbunden. Also es gab ein großes Dilemma. Es gab einerseits eine Zahl eben noch sagen, die untergeht. Wenn man die Beschäftigung vergleicht, von 1989 bis Ende 91, Anfang 92, dann kann man grob sagen, es sind 40% der Arbeitsplätze in so kurzer Zeit verloren gegangen. Den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu berechnen, ist schwierig, aber weil das eben in der DDR anders war, aber die Berechnung anders war. Aber grob über den Daumen gepeilt kann man sagen, in dieser kurzen Zeit ging das BIP um ca. ein Drittel runter. Das entspricht der Weltwirtschaftskrise 1929, sogar ein bisschen mehr als 1929. Das waren die Probleme, das war der Schock. Der war von klugen Ökonomen gesehen worden. Und andere haben gesagt, in 3, 4, 5 Jahren können wir die Landschaft werden. Also nochmal, das Dilemma. Die Abwanderung war ja nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern der DDR in den Blick genommen worden, sondern auch eine Befürchtung von westlicher Seite, der wollte man begegnen. Der Architekt der Währungsunion ergibt sich zumindest als solcher aus, war ja Thilo Sarrazin, der damals Referatsleiter war im Bundesfinanzministerium. Gehen Sie mal auf seine Webseite, da schreibt er das auch ganz offen, dass er das für sich reklamiert, wobei auch Ingrid Matthäus-Meyer auch ihrerseits davon spricht, dass sie sehr früh die Idee einer Währungsunion hatte, aber eben, so wie Sie das angeklungen haben lassen, in Verbindung mit einer Förderungspolitik, Investitionspolitik hat sie das genannt. Also wir haben die Abwanderungssituation und das Wissen, dass das ökonomisch unsinnig ist, um nicht zu sagen unvernünftig ist, so eine Währungsunion zu machen. Das Problem ist aber, man ist eine Nation. Jetzt ist aber trotzdem nochmal die Frage, wie kam es eigentlich dazu und was waren die Motive und was war in den Köpfen der Leute? Und es wurde ja wirklich schon früh geplant. Also Thilo Sarrazin, ich war da mal auf einer Veranstaltung 2009, hat gesagt, er hat ab dem 10. Oktober, November darüber nachgedacht. Er hatte nun wiederum als Grund angeführt die Befürchtung, die Ossis in Anführungsstrichen würden in die Sozialsysteme abwandern. Das ist dann seine Denke. Für mich ist die Frage, am 12., 13. Februar 1990 weilte die Motorregierung als Gegenbesuch bei der Regierung Helmut Kohl in Bonn, als Gegenbesuch zu dem Besuch von Kohl in Dresden im Dezember. Da wurde das auch schon mal angesprochen, eine Währungsunion. Sie hatten vorher auch noch ein Gespräch mit Horst Köhler, der war damals Finanzstaatssekretär. Wie war diese Begegnung verlaufen und was für einen Eindruck hatten Sie von Helmut Kohl und seiner Regierung, wie die Ihnen begegnen sind? Das war ja auch sozusagen ein wechselseitiger Kulturschock, könnte ja auch sein. Ja, also diese Reise werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Wir waren immerhin eingeladen. Ja, war aber zu euch nicht und wollte ja später zu mir.
Darauf komme ich noch zu sprechen. Wir waren eingeladen und als wir dort ausstiegen aus dem Flugzeug und dann in den Hubschrauber und dann in den Garten des Bundeskanzleramtes kamen, da stand Herr Kohl mit seiner ganzen Mannschaft aufgereiht. Die sahen aus, als würden wir jetzt eine Trauerfeier besuchen. Mit versteinerten, eisigen Gesichtern. Und ich dachte, die haben uns erwischt hier irgendwie, als wir illegal über den Kanzleramtszaun gestiegen sind. Die taten nicht so, als seien wir eingeladene Gäste. Jeder von uns musste, bevor es dann losging, um 11, glaube ich, im NATO-Saal des Kanzleramtes mit einem Partner, mit dem er auch vorher schon Kontakt hatte, über bestimmte Probleme sprechen. Und ich wurde zu Herrn Köhler gegeben, der später Bundespräsident wurde. Herr Köhler empfing mich ganz freudig nach bla bla bla, wie war der Flug, wie war das Wetter in Berlin und so weiter, sagte er zu mir, Frau Luft, springen Sie denn nicht 3 Meter hoch? Ich sagte, warum sollte ich? Naja, Sie haben doch inzwischen erfahren, dass der Kanzler der DDR angeboten hat, die D-Mark als Zahlungsmittel einzuführen und die Mark der DDR abzulösen. In Klammern, das hatten wir als Motorregierung weder per Brief noch Telefongespräch noch Fax noch irgendwas erfahren, sondern wie alle anderen auch aus der Zeitung. Das geisterte seit Tagen in der Zeitung, aber eine offizielle Mitteilung gab es nicht. So, und ich sagte, ach wissen Sie, Herr Staatssekretär, ich kenne niemanden, der sich nicht freuen würde, eine Geld in der Tasche zu haben, mit dem er sich Wünsche erfüllen kann, die er sich bisher nicht erfüllen konnte. Das steht außer Frage. Aber ich sehe auch, dass es da ein paar Konsequenzen geben wird. Was meinen Sie? Ich sage, na, ich sehe, dass wir alsbald unseren Binnenmarkt überschwemmt sehen von Restprodukten. Dann werden die Regale umgebaut, die einen Waren kommen weg und die anderen kommen rein. Und die bisher die Ostbahn produziert haben, die müssen die Fabrik zumachen. Das guckte er schon. Und dann sagte ich, ja und mit den Ostmärkten der DDR wird es genauso sein. Die werden nicht in der Lage sein, die Russen, die Polen, die Ukraine, die Ungarn, wer auch immer, ab sofort oder ab einem bestimmten Datum, dann statt Transferrubel als Zahlungsmittel einzusetzen für den Bezug von Mark auf der DDR, Devisen einzusetzen, also D-Mark oder Dollar oder irgendwas. Erstmal war ein paar Sekunden still, dann sagt er zu mir völlig konsterniert, wie jemand auch noch so eine Skepsis oder gar eine Frage haben könnte zu so einem Vorschlag. Warum sind Sie denn so arrogant, Frau Luft? Ich habe bis heute nicht begriffen, was das mit Arroganz zu tun hat. Das ist sein Problem. Ein paar Jahre später haben wir uns wieder getroffen bei einer großen Veranstaltung, wo er als Sparkassenchef war. Da kam er auf mich zu und sagte, das ist ja ein Ding, dass wir uns hier wieder treffen, das war in Hongkong. Ich erinnere mich oft an unser damaliges Gespräch. Inzwischen hatte er auch in vielen Medien kundgetan, also wie wir damals mit den Ostdeutschen umgegangen sind, das war nicht in Ordnung. Wir haben die Industrie schlecht geredet, wir haben die Biografien der Menschen schlecht geredet. So weit war er dann, aber damals war dies mein Erlebnis. Er wollte das nicht akzeptieren, dass das da harte Konsequenzen geben wird, wenngleich Menschen sich natürlich gefreut haben, alsbald so ein Geld zu haben. Bloß, das wollte wirklich auch von den DDR-Bürgerinnen und Bürgern, die meisten wollten solche Einwände auch nicht hören. Das muss man schon so sagen. Das Perfide an der Reise war doch, wie sie euch behandelt haben. Das Perfide an der Reise war doch, wie sie euch behandelt haben. Genau. Ich sehe noch die Pressekonferenz. Ihr wart ja hingefahren mit der Hoffnung, einen Kredit von 15 Milliarden zu kriegen. Und Kohl sagte, Geld gibt es nach der ersten freien Wahl, jetzt gibt es kein Pfennig. Also 15 Milliarden, das war ein Auftrag des runden Tisches an die Motorregierung. Wenn ihr nach Bonn fahrt, dann müsst ihr bitte 15 Milliarden mitbringen auf dem Rückweg. Ja, also das war vom runden Tisch, wo die Menschen saßen, die wesentlichen Anteil an dem Umsturz in der DDR hatten. Aber auch auf die wurde dann später
nicht mehr viel Geld gelegt. Sie haben mir gesagt, Helmut Kohl hätte jedem zu Wort kommen lassen und anschließend Zensuren verteilt. Wir haben dort nacheinander, oder fast alle von uns, ich glaube aus der alten, aus der Motorregierung waren alle mit und dann noch die 7 neuen Minister, die im Januar eigentlich. Ich war nicht mit, sondern Hans hat damals ganz bewusst Eppelmann und solche Leute mitgenommen, weil ich mit den neuen Kräften schmücken wollte und dachte, dann wird das die Stimmung verbessern. Die Leute in unserer Regierung, die was davon verstanden haben, die hat das bewusst mitgenommen. Ja. Und Herr Ullmann, ein sehr honoriger Mensch, der wird in der Runde sagen, also von wegen hier Anschluss unter dieser Nummer, unter Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, das kommt nicht in Frage für uns. Kohl ist rot angelaufen und hat also erstmal ihn schon mit Augen gestraft und dann sich später beim Modo beschwert, was er da für einen Typen mitbringt, der pausenlos darüber redet und auch noch Plakate anbringen lässt, Anschluss unter dieser Nummer, das geht nicht. Also der war hoch erbost. Aber Eppelmann, muss ich sagen, von Eppelmann habe ich einen Satz in Erinnerung, den er dort beigetragen hat. Da sagte Herr Bundeskanzler, der DDR-Wirtschaft geht es nicht gut, aber die braucht eine Penicillinspritze, keine Totaloperation, sagte Eppelmann damals. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht im Protokoll über diese Veranstaltung. Heute will Eppelmann das sicher nicht mehr hören. Aber so war das. Aber das alles hat Kohl nicht beeindruckt, selbst wenn es aus dem Kreise derer kam, die damals als die Bürgerrechtler bezeichnet wurden. Dann habe ich eine Frage an Herrn de Maizière. In dem Buch von Peter Bender, Deutschlands Wiederkehr, eine ungeteilte Nachkriegsgeschichte, findet sich ein Zitat von Wolfgang Schäuble. Liebe Leute, ich zitiere, liebe Leute, es handelt sich um einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, nicht um die umgekehrte Veranstaltung. Wir haben ein gutes Grundgesetz, das sich bewährt hat. Wir tun alles für euch. Ihr seid herzlich willkommen. Wir wollen nicht kaltschnäuzig über eure Wünsche und Interessen hinweggehen. Aber hier findet nicht die Vereinigung zweier gleicher Staaten statt. Wir fangen nicht ganz von vorn bei zwei gleichberechtigten Ausgangspositionen an. Wie gesagt, zitiert von Peter Bender, das Buch gab es mal bei der Landeszentrale für Politik, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Sie können das Wort gleich nachlesen von Schäuble in dem Buch Der Vertrag. Ah ja, wunderbar. Da geht es exakt. Für mich resultierte daraus die Frage, inwieweit Sie politisch noch mitgestalten konnten, als Ministerpräsident der DDR. Was Wolfgang Schäuble uns sagt, das ist eine andere Veranstaltung. Und zwar kam das bei der ersten Verhandlung zum Einigungsvertrag, weil ich dort zunächst gesagt habe, wir müssen nicht nur ökonomische und sonstige Fragen klären, wir müssen auch symbolische Fragen klären. Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, wie wird Deutschland zukünftig sich darstellen, mit welcher Hymne, wie wird dieses Land heißen, ist das noch die alte Bundesrepublik oder ist das nicht. Ich hatte einen ganzen Korb von solchen Themen gemacht, weil ich mir gedacht habe, wichtig war mir Berlin, Hauptstadt und Regierung zu entsetzen. An der Stelle bleibt es hart, das andere kannst du als Verhandlungsmann immer reinschmeißen. Das macht ein Anwalt so, dass er das vorderst mal dreimal, um ein Drittel davon zu kriegen oder sowas. Eine Idee war zum Beispiel auch, am 2. Dezember 1990 nicht den 12. Deutschen Bundestag zu wählen, sondern zu sagen, wir wählen den ersten gesamten Deutschen Bundestag. Und das schien mir auch sinnvoll zu sein, weil dann auch dem letzten Bürger im Amerikanischen Wald klar wird, es beginnt eine neue Zeitrechnung. Da kam diese Äußerung von Schäuble, es handelt sich ja nicht um Vereinigung gleichberechtigter Staaten, sondern Beitritt ist die andere Veranstaltung, 23 als Beitritt und ihr tretet im Geltungsbereich bei. Im Zuge der Verhandlungen nachher ist es noch eine ganze Ecke anders geworden. Ich habe einen Abend mit dem Zwangsgeltungsbereich gesagt, dass wir einen Vertrag machen wir eigentlich. Und ich sage, das ist weder ein Kaufvertrag noch ein Mietvertrag noch sonst irgendwas, sondern es ist ein Vertrag sui generis. Eigentlich ist ein Kontrakt sozial, ein Gesellschaftsvertrag. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn der eine den anderen bei den Verhandlungen über den Tisch zieht, gibt es nachher alle zusammen mit dem Ergebnis leben. Und das hat er wohl begriffen. Ich muss Ihnen sagen, die unabhängigen Verhandlungspartner beim Einsverfassungsverhandlung waren nicht Schäuble als Bundesregierung, sondern es waren die Vertreter der Länder, der Bundesvertreter, der Clement, der für die sozialdemokratischen Länder kam, Karl Wallenberg, der für die schwarzen Länder kam, die eifersüchtig über ihre regionalen, föderalen Egoismen machten und bloß nicht dann Geld abgeben wollten und sonst irgendwas. Die waren vorher schon ruhig gestellt worden mit dem Fonds Deutsche Einheit, den der Bund ja zu über 90% getragen hat.
Und trotzdem haben wir im Einzelvertrag den horizontalen Länderfinanzausgleich für 4 oder 5 Jahre ausgesetzt, um diese Länder zu schonen, sonst hätte die uns im Bundesrat die Zustimmung zum ganzen Paket nicht gegeben. Also das war keine gemütliche Veranstaltung. Trotzdem sind im Einzelvertrag eine ganze Menge Dinge geregelt, die durchaus zum Gunsten der DDR-Bürgerin. Ohne Eigenvertrag sehe es viel schlimmer aus, als mancher das fragen will. Zum Beispiel anfänglich war nicht klar, werden die ostdeutschen Berufsabschlüsse akademischen Grade und so weiter weiterhin anerkannt werden. Was wird mit der ostdeutschen Kultur und Kunstkultur werden? Wer muss nicht bezahlen, das Ganze? Also, wir haben im Zivilrecht viele Dinge durchgesetzt. Zum Beispiel in der Bundesrepublik war das außereheliche Kind nicht voll erbgerecht. Ich habe gesagt, ich werde nicht dazu meine Hand geben, dass ostdeutschen außerehelich geborenen Kinder enterbt werden. Denn in der DDR waren sie natürlich sehr voll erbberechtigt, während sie im Westen als außereheliches Kind nur einen Erbersatzanspruch hatten und noch einen Amtsvormund kriegten und all solche Käse. Also das ist sehr viel mehr als der grüne Pfeil übrig geblieben vom DDR-Recht. Das heißt, Sie haben Ihren Auftrag darin gesehen, einen geordneten Übergang zu gestalten. Nicht nur geordnet, so eine Art Konkursverwaltung, so haben Sie sich mal bezeichnet. Geordnet kann halt nicht, geordnet ist das eine, das kann man mal, aber das Entscheidende war, ich habe gesagt, ich möchte versuchen dafür zu sorgen, dass die ostdeutschen Interessen der ostdeutschen Menschen nicht unter die Räder kommen. Nicht zum Beispiel bei der Vermögenswahl eben geklärt, dass nicht von der Restitution betroffen wird. Ich habe gesagt, sie werden nicht dem die Hand reichen, dass Leute aus ihrer Wohnung vertrieben werden, weil die nach DDR gekauft haben. Da haben sie gedacht, naja, das müssen wir gut genug glauben. Ich sage, nee, die Rechtsprechung 242 BGB kenne ich nicht. Wir müssen ausgehen, redlich und sagen, nach DDR gekauft, sonst wären die ganze Menge Kaufverträge ausgehebelt worden. Das war ein furchtbares Gezerre. Also da möchte ich nicht nochmal erleben. Also ich habe jeden davon, dass ich nach der Wiederfeier noch ein halbes Jahr im Schlaf und im Traum eingebracht habe, behandelt habe. Mit der Angst, etwas vergessen zu haben oder sowas. Also, es war zunächst, das Verhandlungsklima beim Einzelvertrag war frostig, um es mal so zu sagen. Aber je mehr es uns gelungen ist, Ihnen klarzumachen, es trifft euch genauso hart, wenn wir nicht vernünftig miteinander umgehen. Wir haben noch heute, dass also die Kommunalpolitiker im Bundesrepublik sagen, die Geldströme müssen jetzt mal in die andere Richtung fließen und. Ist ja streckenweise auch so. Ich war von der Weile in Essen, es sieht so streckenweise so aus wie Halle vor der Wende. Also. Okay, also es war sozusagen ein wechselseitiger Akkulturationsprozess, wobei ja die politischen Ausrichtungen wahrscheinlich gleich waren, weil eine ähnliche Partei. Es gab doch kein Beispiel dafür. Ich habe mir damals den Saarvertrag angesehen, 1956, 57 auf der Mann. So, da sind aber zwei systemgleiche Länder miteinander verkoppelt worden. Und insofern war uns die Partei überhaupt kein Honig zu saugen. Wir mussten es völlig anders machen. Wir mussten sehen, welches DDR-Recht gilt als Bundesrecht weiter, welches DDR-Recht gilt als Landesrecht weiter, welches gilt als Kommunalrecht weiter, ob es befristet oder unbefristet ist. Denken wir allein den Streit, den wir hatten, wochenlang, ob die Regelung der DDR zum Schwangerschaftsabbruch Bestand hat oder ob sie nicht Bestand hat. Die hatte nachher Bestand, aber ich kann nicht vorführen, was mir der Kollege sein kann, das ganze Amt zu der Frage erzählt hatte. Das Thema war eine heilige Kuh der CDU. Und ich habe damals gesagt, der Bundeskanzler, wenn das gestern Nacht gezeugte Fötus den gleichen Rechtsanspruch hat wie ein außerehelich geborenes Kind, dann noch irgendwie das bei der Erbrecht in Ordnung, kann man auch über 218 reden. Das war natürlich eine unglaubliche Frechheit, die ich mir darauf da war. Das ging nicht anders. Also wir haben sehr viel vernünftige und kluge Meinungspartner gehabt. Herr von Köckeritz auf dem Gebiet der Kultur, Schäuble auch in anderen Dingen. Kohl war der Meinung, es geht darum, aus der DDR neue Bundesrepublik zu machen. Als ich damals gesagt habe, mit der Wiedervereinigung wird das geeinte Deutschland östlicher werden, protestantischer werden, preußischer werden. Dann habe ich gesagt, ich will keine andere Bundesrepublik. Ich sage, dann, wenn es keine andere Bundesrepublik wird, dann wird die CDU als führende Partei in Deutschland nicht mehr existieren können. Sie ist ja eine andere Partei geworden. Angela Merkel hat ja aus der katholischen Kanzlerwahlverein, der Rheinischen Kanzlerwahlverein, eine säkulare Volkspartei der Mitte gemacht. Also, das ist ja das große Kummer der SPD, was man da nicht mehr positioniert. Okay, dann kommen wir mal noch auf den zweiten gewichtigen Punkt zu sprechen, nämlich die Treuhandanstalt. Also neben der Währungsunion war hier die Treuhandanstalt nicht nur das Skandal an sich, sondern eben auch ein gewichtiger Institution zur Überführung der Plan in die Marktwirtschaft. Frau Professor Luft, es hat verschiedene Vorschläge gegeben. Es hat ja zum einen die Idee gegeben, das war um den Kreis von Wolfgang Ullmann,
der übrigens zur Demokratie jetzt gehörte, war Dozent am Sprachenkonvent, war Kirchenhistoriker, ein sehr geschätzter Herr. Überhaupt nicht verstanden hat. Wie bitte? Er verstand, was auf Kirchen fehlt, und mit ihm was nicht alle auf Matrotschaft von der Null an. Gut, das ist jetzt Ihre Position. Ich führe es jetzt trotzdem noch mal weiter aus. Von Demokratie jetzt, aber er hat ja nicht alleine gearbeitet. Es war ja noch Gerd Gebhardt und Matthias Arndt, und da waren Ingenieur und Physiker mit am Werk, alle beide Kybernetiker. Der Vorschlag hieß, Vorschlag zur umgehenden Bildung einer Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger, der mit DDR-Bürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Das war Nummer eins. Nummer zwei war dann am 1.3.1990 von der Modrow-Regierung auf den Weg gebracht. Da hieß es Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. Da fehlen dann schon die DDR-Bürger mit ihren Eigentumsanteilen. Auch letzten Endes beschlossen wurde dann am 17.06.1990 das Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens, Treuhandgesetz, in Verbindung mit dem Einigungsvertrag und dem Staatsvertrag vom 18. Mai 1990. Erklären Sie uns doch nochmal im Groben die Unterschiede. Und warum hat es diesen Shift, diesen Wechsel gegeben von dieser Vorstellung einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hin zu dem, was dann die Modrow-Regierung wollte? Also in dem Wirtschaftsreformkonzept der Modrow-Regierung spielte eine wie auch immer geartete Crash-Privatisierung des Volkseigentums keine Rolle. Wir wollten Eigentumsvielfalt herstellen, also neben dem Volkseigentum in bestimmten Branchen sollte es stärker kommunales Eigentum geben, genossenschaftliches und auch privates Eigentum. Wir wollten eine private mittelständische Struktur wieder einführen. Die war Anfang der 1970er Jahre unter dem sogenannten Wirtschaftslenker Mittag ja kaputt gemacht worden in der DDR. Die damals noch bestehenden halbstaatlichen und privaten kleinen und mittelständischen Betriebe wurden in die großen Kombinate eingebunden. Das hat erheblich Produktivität gekostet, das hat Flexibilität gekostet, Kreativität, das hat auch Motivation gekostet. Das haben wir an der Hochschule für Ökonomie damals alsbald thematisiert, weil wir das nicht verstanden haben. Wir haben gemerkt, was das für Verluste gibt. Das wollten wir unbedingt in der Modrow-Zeit korrigieren. Dazu war angedacht... Haben wir auch schon gemacht, Unternehmensrückgabeverordnung haben wir auch gemacht. Worden. Genau. Dazu, um diese mittelständische Struktur wiederherzustellen, da haben wir die Gewerbefreiheit vorbereitet. Wir haben eine Rückgabe gemacht der 1971 enteigneten halbstaatlichen und privaten Unternehmen, wenn deren Besitzer, frühere Besitzer es wollten oder deren Erben. Und wir haben eine Joint-Venture-Verordnung gemacht, die für mittelständische Betriebe im Übrigen keine Begrenzung vorsah nach oben in der Beteiligung des Auslandskapitals und ähnliche Dinge. Das war unser Konzept. Wir wollten aber nicht privatisieren, sagen wir mal, alle Bereiche der Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge und so weiter. Die Treuhandanstalt, die Idee einer Treuhandanstalt war dann eine Sturzgeburt. Nachdem der Bundeskanzler über die Medien mitgeteilt hatte, wir werden der DDR die D-Mark als Zahlungsmittel anbieten, war doch klar, dass die die D-Mark uns nicht als Zahlungsmittel anbieten und übernehmen die Wirtschaft so, wie sie ist, sondern Volkseigentum war im Grundgesetz keine Größe. Da war uns klar, da wird dran gedreht werden müssen. Wir haben dann dieses Treuhand, es war eine Treuhandverordnung im Übrigen, für ein Gesetz war überhaupt keine Zeit. Ein Gesetz braucht viele parlamentarische Hürden, das dauert Wochen. Wir konnten also nur eine Treuhandverordnung machen. Und die sah vor, dass alles, was sich im Volkseigentum der DDR befindet, an Produktivvermögen in der Industrie, im Transportwesen und so weiter, dass das in eine treuhänderische Verwaltung kommt, damit nicht Selbstbedienungsaktivitäten um sich greifen. Ich weiß noch genau, Frau Boley, damals Neues Forum, die kam zu mir fast jede Woche zweimal und sagte, das ist uns wieder zu Ohren gekommen. Da gibt es schon Abmachungen, wer sich mit wem was teilen wird, wenn es dann soweit ist und so weiter. Und es war also hohe Zeit,
der Sache eine Grenze zu setzen. Da sollte mit dieser von uns gegründeten Freiheit geschehen, die sollte die Hand drauf halten, es sollte nicht zu Selbstbedienungs- und Selbstverteilungsaktivitäten kommen. Parallel dazu wurden die großen Kombinate in Aktiengesellschaften umgewandelt oder GmbHs, damit sie überhaupt in einer zu erwartenden Marktwirtschaft sich bewegen können. So, dann kam der 18. März. Also das Ganze spielte sich ja in einem Schweizgalopp-Tempo ab. Dann kam der 18. März, da gewann die Allianz für Deutschland, ist vorhin schon gesagt worden. Das war die Allianz von Parteien, die sich für eine schnelle deutsche Vereinigung öffentlich eingesetzt hatten und dafür Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern bekommen hatten. Damit war klar, wohin die ganze Sache laufen wird. So, dazwischen kam die Sache mit Herrn Ullmann. Herr Ullmann hat im Mitte Februar am Runden Tisch vorgestellt sein Konzept zum Umgang mit dem Volkseigentum. Und da kam das drin: dieses Volkseigentum darf nicht herrenlos irgendwie herumliegen, sondern es muss Eigentümer haben, und das sollen die 17 Millionen DDR-Bürgerinnen und Bürger sein, die haben es schließlich erarbeitet. Ich fand diese Idee natürlich, also emotional stand ich der Sache total nah. Keine Frage. Ich fand es eine Schnapsidee. Hm? Ich fand es eine Schnapsidee. Ja, also emotional habe ich es für in Ordnung gefunden, diese These. Wer es erarbeitet hat, dem wird es auch gehören. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie das praktisch funktionieren soll. Und man hatte die Idee, am 18. März soll dann jeder, der an die Wahlurne geht, einen Zettel bekommen, und da steht drauf: dir gehört ein 17 Millionenstel von dem, was wir jetzt haben. Wir waren damals auf 17 Millionen. Ich meine, hätte man das wirklich so gemacht, dann hätte jeder von den DDR-Bürgerinnen und Bürgern heute noch einen Zettel in der Hand: dir gehören 17 Millionen von den Schulden, die Frau Breul hinterlassen hat, nicht wahr? So ist es ja am Ende dann darauf hinausgekommen. Nein, ich glaube, es hatte praktisch keine Chance damals. Wir hatten nicht mehr Monate, wir hatten keine Jahre Zeit, um ein solches Konzept so umzusetzen, dass es funktioniert hätte. Und wo es umgesetzt worden ist, wie zum Beispiel in Russland mit dieser Voucher-Methode, da ist es am Ende so gekommen, dass die Eltern, Damen und Herren, vor allen Dingen, die haben auch ihren Zettel genommen, da stand drauf, hier gehören so und so viel Rubel von dem Volksvermögen. Die sind dann hingegangen und haben Menschen gesucht, die viel Cash hatten, und wir wollen diese, so sind die Oligarchen, unsere Scheine verkaufen und kriegen sofort Geld, und dann können wir uns dafür was kaufen. Und die Oligarchen hatten eben nur einen Stapel von Scheinen, und die gibt es heute noch, und die schwirren da rum, nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine. Also ich könnte manchmal wirklich ausflippen, muss ich sagen, wenn die Länder mit ruiniert haben, heute an der Spitze stehen und wieder den Ton angehen wollen. Also mir schien das praktisch nicht möglich zu sein, und darum kam es dann, wurde das. Das bedeutet aber nicht, dass die Motorregierung nicht gemeint hätte, wir müssen dieses Volkseigentum erhalten. Natürlich wollen wir es erhalten, damit Menschen ihre Arbeit erhalten können, damit Menschen auf diese Weise teilhaben können und nicht irgendwo als Arbeitslose umherlaufen. Wir hatten uns informiert über den Umgang mit dem Staatseigentum nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich und in Großbritannien. Beide Länder hatten große Staatssektoren nach dem Zweiten Weltkrieg. Österreich hatte eine Bundesvermögensverwaltung und Großbritannien hatte ein britisches Schatzamt. Nach dieser Art, wie das dort gemanagt wurde, so hatten wir die Treuhand in der Modo-Regierung konzipiert. Ich will noch sagen, weshalb das Ullmann-Konzept schwierig war. Was die DDR-Wirtschaft brauchte, waren Finanzspritzen, um die Wirtschaft zu modernisieren. Da konnte man nicht vorher alles verschenken, und dann wäre alles noch in der Wirtschaft, hätte so ausgesehen wie vorher. Also das dann aber automatisch bedeutet, dass dann die Treuhand so konzipiert werden musste, wie es dann im dritten Treuhandgesetz dann durchgesetzt wurde, nämlich Privatisierung vor allem andere. Das sagt nur, dass wir ja dann in ihre politischen Zuständigkeiten. Stimmt nicht. Das Treuhandgesetz kommt die Theorie, die Aufgabe der Treuhand ist,
Privatisierung und Umstrukturierung. Da haben wir Westdeutsche gesagt, auch die Leute, Staatssekretär Wirz hat gesagt, das ist ein Zielkonflikt, das geht nicht, entweder privatisieren oder umstrukturieren. Ich sage, genau den Zielkonflikt müssen wir aushalten. Und Detlef Rohwe war auch der Meinung, dass dies geht. Die tragische Stunde der ostdeutschen Wirtschaft mit war Ostern 1991, als Rohwe da erschossen wurde und Frau Beulen kam und einen fiskalischen Ansatz. Aber nochmal zu der Coupon-Privatisierung. Damals war die Idee, war irgendwann eingeführt worden von Graf Matuschka, der damals durch die Gegend reiste und die Idee der Coupon-Privatisierung vorbrachte. Der war auch bei mir und habe gesagt, was machen wir, wenn es schön wird, wenn sie die aktive Parteien wollen, was machen wir denn mit den Passiver? Die DDR-Industrie hatte 220 Milliarden, Markt der DDR-Schulden bei der Staatsbank, die Landwirtschaft hatte 120 Milliarden, der Wohnungsbau 110 Milliarden, die Passiver lassen wir liegen werden, der soll die denn auch aufnehmen und die aktiver wollen verteilen. Und wie gesagt, Christoph hat es eben ja schon gesagt, wie das in Russland gelaufen ist. Und Coupon kannst du nicht essen, wenn du Hunger hast. Und Christoph, es wird sich immer Leute geben, die genug Knete haben, die sich für ein Apfel und Ei das wegnehmen und dann eben auf diese Weise. Man kann gegen die Treuhand sagen, was man will, das gibt eine ganze Menge. Aber wenn ich mir ansehe, wie das herrenlos gewordene Volkseigentum in Russland, in Weißrussland, noch keine privatisiert worden ist, dann war die Treuhand noch der höhere Töchteranstalt dagegen. Herr Professor Briebe, Sie wollten. Also, aus meiner Sicht waren die Überlegungen bis zum 18. März, wie man mit dem Volksvermögen, den volkseigenen Betrieben umgeht, schon etwas, wie soll ich sagen, romantisch. Denn es ging eigentlich noch von einer Zwei-Staaten-Lösung aus. Und es ging von einer Revolution aus, einer Wirtschaftsform, irgendwie dritter Weg, irgendwas zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Und ich glaube, das war schon damals reichlich illusionär, aber definitiv, und sie hatten gar keine Zeit, darüber ernsthaft zu diskutieren, weil es in dieser rasenden Schnelle kann man gar nicht zu vernünftig. Das hat so zu Unterschied 1968 vorgedacht. Wenn man damals auf den Mann gehört hätte in Prag, dann wäre wahrscheinlich manche anderen gelaufen. Dann, nach dem 18. März war von heute auf morgen klar, dass es ganz anders kommt und dass die Entscheidungen nicht der runde Tisch trifft, sondern dass es sich um einen Beitritt zum Staatsgebiet der Bundesrepublik handelt, dass der Artikel 146 Grundgesetz nicht Anwendung findet, dass ein neues Grundgesetz geschaffen wird mit Volksabstimmung, wie es eigentlich die Folge einer Revolution sein sollte, einer gleichberechtigten Kooperation zwischen beiden Deutschlands. Das war nicht der Fall und jetzt war klar, hier ist einer Sieger und der andere Besiegte und der Sieger bestimmt, wo es lang geht. Und das war dann im Privatisierungs- oder im Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990 im Grunde enthalten, mit einer sehr gummiartigen Formulierung, die von Frau Breuel dann so übersetzt wurde, etwas später, aber im Grunde war das auch mit Rohwedder, glaube ich, Konsens, entschlossene, schnelle Privatisierung, entschlossene Sanierung, und dann hieß es, wobei Privatisierung die beste Form der Sanierung ist. Also dann keine entschlossene Sanierung, sondern nur entschlossene Privatisierung, heißt es ja logisch, und behutsame Stilllegung. Faktisch wurde es eine Privatisierungsagentur. Im Übrigen hat eine massenhafte Privatisierung bereits gleich am Anfang stattgefunden. Die Filetstücke gingen sehr schnell weg, in relativ ungeordneter Weise. Schwieriger wurde es dann, und dann kam erst ein bisschen Zug in den Laden und ein bisschen Ordnung ein, als die schwierigeren Stücke, die mittleren und die schlechten. Nachdem wir Gulke weggejagt hat, um Rohwedder gekommen. Ja, naja, unter Rohwedder hat das auch noch nicht funktioniert. Da, bis man da die Anstalt erstmal zum Laufen bringt. Ich kann Ihnen nur sagen, mich hat die Treuhand interessiert damals. Ich hatte ein Forschungssemester und habe versucht, Gesprächspartner in der Treuhandanstalt zu finden und fand den Leiter der Grundsatzabteilung, einen Professor sowieso aus Leipzig. Und der hat mir gesagt, Industrie brauchen wir nicht. Wir haben doch den Tourismus an der Ostsee. Und allen Ernstes, er war dann nicht lange Leiter der Grundsatzabteilung. Ich weiß nicht, wer es dann war. Ein Westler wurde es dann. Aber es wurde nicht sehr viel besser. Und in dieser Zeit, in diesen ersten Jahren, anfänglich noch unter Rohwedder und dann unter Beul, wurde es schlechter, jedenfalls in der Anfangszeit schlechter, hat diese wahnsinnige Deindustrialisierung stattgefunden, wo ungefähr 80% der Arbeitsplätze verloren gegangen. Bei der Treuhand waren 4,1 Millionen Arbeitsplätze und am Ende, die Treuhand war ja von vornherein befristet, bis Ende 1994 sollte die Privatisierung abgeschlossen werden, also Schockstrategie.
Die Novum war in der Geschichte eine ganze Volkswirtschaft in 4 Jahren oder 5 Jahren, wenn man 1990 mit dazu nimmt, zu privatisieren, weil es war eine hässliche Sache, die war, da sah die Bundesregierung ja auch nicht gut aus und man wollte das also abgeschlossen haben, bis dann und dann schaut man weiter. Ein großer Fehler, ein schwerer Fehler, das von vornherein auf 4 Jahre oder 5 Jahre zu terminieren. Und will ich vielleicht einfach klar machen an der Frage der Couponprivatisierung, die ja schon angesprochen war. Wie will man in einem sozialistischen System, einem noch sozialistischen, vom sozialistischen Tradition bestimmten System privatisieren, wenn gar keine Kapitalisten da sind? So, dann kann man ausländische Firmen privatisieren. Eine ganze Volkswirtschaft an Ausländer zu verkaufen, ist, glaube ich, problematisch, würde jede Volkswirtschaft so sehen. Dann bleibt nur Couponprivatisierung oder Vergabe an die Manager oder gleich an irgendwelche Oligarchen. Oder man lässt noch eine längere Zeit, in einer Übergangszeit, staatliches Eigentum zu. Das hatte die Motorregierung offenbar im Visier. Das war aber von vornherein bei der Treuhandanstalt und bei der Bundesregierung, bei Weigel und bei Kohl ausgeschlossen. Das war ein Tabu. Staatliche Unternehmen sollte es nicht. Kollidiert aber mit europäischen Rechten. Wir müssen ja noch dazu sehen, dass wir eingebunden waren mit der Wiedervereinigung auch in europäischen Rechten. Ja, aber wir haben viele Staatsunternehmen in Westdeutschland und in Frankreich noch viel mehr. Das ist gar kein Problem geworden. Aber das sollte nicht sein. Das durfte nicht sein. Und dann ist diese Kahlschlagspolitik gekommen, weil man musste eine große Menge an Firmen, die problematisch, sehr schwierig zu sanieren sind, die musste man verkaufen. Und die Devise war, was sich nicht verkaufen lässt, wo man keinen Investor findet. Und auch wenn man einen negativen Kaufpreis vereinbart, also Subventionen zugibt, wenn man da keinen findet, dann muss man es stilllegen. Und so wurden eben über 80% der Arbeitsplätze stillgelegt. Über eine Stilllegungsanstalt zu einem erheblichen Maß. Was erklärt, warum wir bis heute im sogenannten Erblassentilgungsfonds noch immer reinbezahlen, ja, der ja außerhalb des Bundeshaushalts geführt wird? Also vielleicht kann ich das eben noch sagen, Sie haben mich am Anfang gefragt, da hatte ich nicht drauf geantwortet. Warum war der Endwert der Treuhand negativ 1994? Das führt ja immer zur Verwunderung, dass eine ganze Volkswirtschaft, sozusagen die 4 Millionen ursprünglichen Arbeitsplätze und das Betriebsvermögen, Unternehmensvermögen, was dahinter steht, nun einen negativen Wert haben soll von etwa 200 bis 250 Milliarden D-Mark, wie es der Fall war. Das lässt sich aber relativ einfach erklären. Wenn man rein betriebswirtschaftlich, so wie die Studierenden das im BWL hier in der Hochschule lernen, von der Unternehmenswertbestimmung ausgeht, die durch den Ertragswert, durch die Kapitalisierung des Ertragswertes entsteht, berechnet wird, dann sind Unternehmen, die voraussichtlich bei allen Unwägbarkeiten eher Verluste als Gewinne machen, dann haben sie einen negativen Ertragswert. Das kommt aber noch anders. Hinzu kommt die Schulden, die 220 Milliarden Schulden der DDR-Industrie waren 110 Milliarden, waren bei den Betrieben. Eigentlich waren die Betriebsschulden Staatsschulden, weil die DDR, also das war ja in der DDR gleichgültig, ob die Schulden bei einem Betrieb angesiedelt sind oder beim Staat angesiedelt sind. Genau. Solange Eigentümer und Dings in einer Hand zusammenfallen, ist egal, ob ich gegen Jacke oder gegen Hose bin. Ja. Aber es war eben so, dass es eben bei den Betrieben war. Und die Betriebe sind bei der Privatisierung entschuldet worden. Diese Schulden sind ein großer Bestandteil des Schuldentables. Ein großer Teil. Genauso beim Wohnungsbau, genauso bei der Landwirtschaft. Ein großer Teil der 250 waren Schulden und auch ökologische Altlasten. Für die eigentliche Sanierung oder auch nur für die Ansanierung, dieses merkwürdige Wort wurde kreiert, aber auch erst nachdem Proteste laut wurden, dass die Treuhand nun gar nicht anfängt zu sanieren, sondern sich nur wie eine Makleragentur betätigt, dann kommt das eben mal raus, dass wenig saniert wird und dass dann sehr viel stillgelegt wird. Und es kommt auch in dem einen oder anderen Fall hinzu, dass westliche Unternehmen Interesse hatten, dass keine Kapazitäten, keine konkurrierenden Unternehmen in Ostdeutschland entstehen.
Das ist nicht die Regel, aber ich denke, das ist ein Basis. Punkt. Jetzt möchte ich Sie ganz herzlich einladen, Ihrerseits Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen einzubringen. Am besten wäre es, Sie stehen auf jeweils, wenn Sie was sagen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht nochmal, dass das eine Hürde darstellt, aber ja. Ja, vielleicht fängst du gleich hier an mit der Treuhandanstalt. Es wurde ja gesagt mehrmals, dass bestimmte Chancen getan wurden, unter anderem natürlich auch Verfassungsdiskussion. Bei der Treuhand würde mich interessieren, heute bei der Europadiskussion, ist ja immer, wird immer argumentiert bei der Frage der Zusammenlegung der Staaten, Haushaltsrecht ist das oberste Recht des Parlaments. Ist die Treuhandanstalt, die ja eigentlich auch was mit dem Haushalt zu tun hat, ist ja nicht kontrolliert gewesen, weder von der Großkammer noch dann auch vom Bundestag. Sondern war ja gründende Vorgängerorganisation, sodass dann unter Schröder und anderen mit diesen abgehobenen, eigentlich nicht verfassungsmäßig gestützten Institutionen neoliberaler Art gemacht wird, ist die Treuhandanstalt ja eigentlich ein Vorläufer. Und wurde damals überlegt und diskutiert, das bürgerliche Prinzip, eine Haushaltsfrage an das Parlament zurückzubringen, das aufzuwerfen als Problem? Wie geht die Frage an Herrn Lemisier? Also, ja, an beide, also an Christa. Okay. Zunächst muss ich dazu sagen, das Treuhandgesetz ist von der Großkammer beschlossen worden am 17. Juli. Also nicht, dass es irgendwo jemand eingerichtet hätte, sondern es ist also heftig diskutiert worden. Und die Aufsicht darüber, da haben wir auch sehr gestritten, der Finanzminister und der Wirtschaftsminister. Und ich habe gesagt, beides nicht, denn beide haben ganz gegenläufige Interessen, sondern die Aufsicht bleibt beim Ministerpräsidenten als Aufsicht. Aber es gab darüber hinaus noch einen Unterausschuss des Wirtschaftsausschusses, den Treuhandausschuss in der Volkskammer, die sehr wohl sich damit befasst haben. Das nachher mit der Wiedervereinigung fiel die Aufsichtspflicht nicht auf den Bundeskanzler, sondern fiel auf den Finanzminister. Kohl wollte auf gar keinen Fall die Aufsicht über die Treuhandanstalt haben, sondern möglichst weit weg, damit es, wenn es was unangenehm wird, nicht bei ihm angesiedelt wird. Mit zu der Verfassungsfrage, das wäre ein ganz neuer Abend. Also da bin ich eine völlig gegenläufiger Meinung als Sie. Wenn 1946 sagt, nämlich das Grundgesetz gilt, ist das deutsche Volk im Fall der Bestimmung eine neue Verfassung gebietet. Das deutsche Volk ist aber das geeinte deutsche Volk im Sinne der Präambel des Grundgesetzes. Es muss also ein Einigungsprozess vorausgegangen sein. Das ist eine Frage der zeitlichen Abfolge. Und es hat in Artikel 5 des Reichsvertrages einen Auftrag an den Gesetzgeber gegeben, über eine neue Verfassung nachzudenken. Und bei dem Ausschuss ist nichts rausgekommen. Die haben mir alle gesagt, was soll damit ändern? Sowohl Hans-Jochen Vogel als auch Hubert Scholz haben gesagt, die Änderungen, die wir beschließen, sind so marginal, dass sie nicht lohnen, dem deutschen Volk zur Abstimmung vorzulegen. Herr Osten hat eine Frage. Also ich erinnere mich da, ich war damals im Haushaltsausschussvorsitzenden der Volkskammer und ich war Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Und im Wirtschaftsausschuss, besonders im Wirtschaftsausschuss, fanden intensive Beratungen statt zum Treuhandgesetz. Und die damalige Opposition, PDS und die Bündnis 90 Grüne, haben stark opponiert gegen eine ganze Reihe von Artikeln, die es in dem Treuhandgesetz gab. Wir wollten unbedingt in stärkerem Maße durchsetzen, formuliert wissen, dass Kommunen zum Beispiel, dass auch Genossenschaften Eigentumstitel übertragen werden können aus dem Volkseigentum und dass auch bestimmte Bereiche überhaupt im öffentlichen Eigentum bleiben können. Da weiß ich noch, da hast du gesagt, also da geht gar nichts mit, das hat Bonn sozusagen schon vorgegeben, dass das nicht geht. Und für Bonn war ja in der Tat Währungsunion Totalprivatisierung, das war für Bonn ein Jungtim. Ich weiß noch, der Ausschuss Deutsche Einheit der Volkskammer war im Mai 1990 eingeladen nach Bonn zu einer Bundestagssitzung, auf der Bundesfinanzminister Weigel eine große Rede hielt vor dem Übertragen vom Fernsehen. Und er sagte wörtlich, also liebe Leute im Osten, liebe Landsleute im Osten Deutschlands, ihr könnt sicher sein, wir, also die Westdeutschen, wir geben euch das Beste, was wir haben. Wir geben euch die harte D-Mark und die Marktwirtschaft. Aber das gibt es natürlich nicht ganz umsonst sozusagen. Da brauchen wir ein Pfand. Und dieses Pfand
ist das Volkseigentum, das privatisiert werden muss. Also so deutlich war das. Das konnte auch jeder DDR-Bürger hören, wenn er es wollte, aber er hatte ja vorher schon bei der Wahl am 18. März abgestimmt und da waren die Dinge gelaufen. Nicht wahr? Also das, es war als im Grunde kein Geheimnis, was da geschehen wollte. Und am Ende hatten wir den Salat. Also mit dem 18. März überhaupt nicht, das Elend. Vielen Dank. Es hat natürlich auch mit Politikmustern zu tun, weil das eine Rolle, wenn ich dem Staat bei staatlicher Aktivität, besonders in solchen Umbruchssituationen, mache ich eine Währungsunion mit dem Risiko, dass alles letzten Endes, ja, das Tabula Rasa geschaffen wird. Ist das flankiert mit einer Investitionspolitik? Das ist dann aber schon wieder eine aktivere staatliche Politik, die vielleicht wiederum manchen Leuten gegen den Strich geht, deren Vorstellung es ist, den Marktkräften sozusagen freien Raum zu schaffen, was aber in unserem Beispiel ja eher die Staaten sind. Also es wäre ja, oder ist auch im großen Teil hinausgelaufen auf das Recht des Stärkeren. Also die Frage ist immer, wie ist das Verhältnis von sozusagen Staat und Markt konfiguriert, was ja nur ein analytischer Unterschied ist. Zu einigen Fragen, darunter knüpfe ich an das Treuhandproblem noch einmal. Ich habe vor anderthalb Jahren teilgenommen an der Vorstellung des Buches Der Goldrausch. Da hat ein Journalist aus Hamburg über die Treuhand einen Film gedreht. Der wurde vorgestellt in Berlin-Mitte und auf dem Podium saß unter anderem Herr Sarrazin, der früher bei Herrn Köhler im Bundesfinanzministerium ein hochrangiger Experte war, Abteilungsleiter, glaube ich, irgendwie so war, und verantwortlich für die Vorbereitung der Treuhandgeschichten. Auf die abschließende Frage dort, jeder auf dem Podium sollte sagen, was für ihn die Treuhand war, sagte Herr Sarrazin in seiner zynischen Art, wie man ihn so kennt, die Treuhandanstalt, das war eine Notschlachteeinrichtung. So wie man die Schweine gekeult hat, die, weil sie infiziert waren, keiner mehr fressen wollte, wirklich. So musste die Treuhand die Betriebe, die also nicht wettbewerbsfähig waren, alle über Bord bringen. Mit diesem Zynismus ist der Mann dort aufgetreten, ausgebuht worden, finde ich zu Recht, aber immerhin, das war die Ideologie. Er verlustig gegangen, hat, so stelle ich das jetzt als These, den Rauschen verletzt. Hinzu kommt noch die Finanzkrise. Das, nicht weniger hat das getroffen auf die Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit. Inwieweit ist der Vereinigungsprozess, inwieweit, so wie er verlaufen ist, hat er Einfluss gehabt auf die Einstellung der Demokratie, zur Demokratie, der Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir das vergleichen mit der westlichen, mit dem Westen, mit der Bundesrepublik, die Einführung der Demokratie war begleitet von einem Wirtschaftswunder und einem Marshallplan. Hier war es begleitet von breiten Verlusterfahrungen. Wie können wir das, also wie hat das die Einstellung zur Demokratie beeinflusst? Einen der Reihe nach, bitte. Als Ökonom tue ich mich da etwas schwer. Sie sind Staatsbürger, tut mir leid. Als Staatsbürger würde ich versuchen zu differenzieren zwischen Ost und West. Ich glaube, in Westdeutschland hat die Mehrzahl der Bürger sich darum gar nicht so sehr gekümmert. Das Wichtigste war, dass der Aufbau Ost nicht zu teuer wird. Das war also ein wichtiges Kriterium. Hätte man eine Volksabstimmung über die deutsche Vereinigung 1990 gemacht, weiß ich nicht, wie das in Westdeutschland wirklich ausgegangen wäre. Wahrscheinlich hätten die Zahlen sehr genau auf dem Tisch liegen müssen und wenn die zu hoch, was die Kosten angeht, gewesen wären, wäre es vielleicht negativ ausgegangen. Gut, die Ungerechtigkeiten, die erfolgt sind, waren ja eher eine Art Demütigung der Bürger im Osten. Ich glaube, dass es in Westdeutschland nicht so wahrgenommen wurde. Und insofern hat das auch nicht so eine größere Rolle gespielt im Bewusstsein, aber in Ostdeutschland sehr wohl. Ich will aber vielleicht noch sagen, was häufig vergessen wird. Die Rückwirkungen der Problematik in Ostdeutschland mit der hohen Transferabhängigkeit, den hohen Dauerkosten, den vergleichsweise geringen Kosten der Treuhandanstalt im Verhältnis zu den Folgekosten, die dann bis auf den heutigen Tag erfolgt sind, all das hat ja Rückwirkungen auf Westdeutschland gehabt. Die hohe Arbeitslosigkeit bis 2005 20% in Ostdeutschland, fast doppelt so viel wie in Westdeutschland, hat Rückwirkungen auf das Lohnniveau in Westdeutschland.
auf das, die Schaffung von minderwertigen, geringfügigen Arbeitsplätzen gehabt. Es hat letztlich mit dazu geführt, dass die ganze Lohnentwicklung in Gesamtdeutschland aus dem Ruder gelaufen ist. Sie hat auch mit zur Agenda 2010 geführt. Also Westdeutschland ist vollständig mit hineingekommen in die Folgen der deutschen Vereinigung, die viel größer waren, als dass sie nur auf die geografischen, auf die Geografie Ostdeutschlands beschränkt war. Und das wurde sehr wohl, glaube ich, gesehen und wahrgenommen und hat dazu geführt, dass eine doch erhebliche Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Gesamtdeutschland da ist. Wenn man die Wachstumsraten für Westdeutschland sich anguckt, in den 90er Jahren und insbesondere auch Anfang der 2000er Jahre waren die mit die schlechtesten in der OECD. Und das hat natürlich mit dem gesamten Vereinigungsprozess zu tun. Vielen Dank.